Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher Wild Hunt 3 bzw. The Witcher 3 Wild Hunt. Ich war 5 Tage im Krankenhaus, hab euch deswegen so ein bisschen was vorab hochgeladen. Jetzt kommen neue Folgen. Bevor ich losgelegt habe, war ich nochmal beim Schmied, weil letzte Mal hatte ich festgestellt, nach der letzten Folge hätte ich an für sich noch ein bisschen was verkaufen können. Das habe ich jetzt nachgeholt, habe also alles Mögliche verkauft. Diese wunderbare, wenig nutzbare, aber doch mit Erinnerungen volle Rüstung behalte ich. Alles andere habe ich eigentlich verhökert. Habe jetzt auch die Klinge von Tir Tochher, auch wenn die etwas weniger Schaden macht, genommen. Wir können die aber noch zusätzlich pimpen. Außerdem hat die natürlich ganz gute zusätzliche Effekte, wie den kritischen Trefferbonus. 50% ist schon eine Menge. 35% Chancen auf Bluten und dann noch dazu die kritische Trefferchance. Das macht es insgesamt schon interessant. Außerdem, wie gesagt, ein Pimper, also eine Fläche, um noch eine Rune reinzupacken, haben wir noch frei. Ich habe alle Runen, die weniger als 3% Verbesserungen bieten, verkauft oder verbraucht. Deswegen haben wir auch hier in der Hose noch nichts, also zumindest keine Rune. Denn da haben wir eine Uerdenglufe mit 5%. Die würde ich A, lieber benutzen für eine bessere Rüstung, Katzenrüstung oder sowas. Und B, so oft nutzen wir im Moment noch nicht Uerden. Es wird wahrscheinlich noch kommen, aber dafür haben wir dann hier Art und Gwen benutzt. Wie gesagt, die habe ich hier reingebaut, weil es gepasst hat. Die relativ teuer sind. Ich sonst auch nichts Besseres hatte, sonst hätte ich die auch noch weggeschmissen bzw. verkauft. Ja, und ansonsten haben wir eine neue Rüstung. Wir sind jetzt besser geschützt, deutlich besser. Die Rüstung ist besser, die Schuhe sind besser, die Hose ist besser. Also sollte eigentlich alles besser werden. So Gott will. Dann habe ich mich entschieden, natürlich machen wir die Quest heute. Also wir gehen hier dem Ganzen nach. Ja, ich habe hier einen Arschloch-Nachbarn, der abends um 7:30 auf dem Samstag meint, noch bohren zu müssen. Es ist unglaublich. Ich werde also zwischendurch, wenn das passiert, einfach aufhören zu reden und das dann rausschneiden. Und vielleicht bei Gelegenheit mal hochgehen und diesem Penner, ich weiß, dass man es darf, trotzdem Bescheid sagen. Es muss ja nicht abends um 8 sein, wenn er den ganzen Tag zu Hause ist. So, auf jeden Fall, hier, wir gehen erstmal hier hin, machen hier noch oder schauen uns mal dieses Fragezeichen an und von da aus marschieren wir dann hier rüber und machen den Verteidiger des Glaubens, 1 von 3, was auch immer der Verteidiger des Glaubens tun muss. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, ich werde ihn bestimmt haben, meine Stimme ist an und für sich da, wie ihr mitbekommt, ich kann nur nicht ganz so schön akzentuieren, das geht leider nicht, weil ich einen zentralen Zugang im Hals hatte und der macht es dann immer etwas schwieriger. Was ist denn das überhaupt? Ah, eine... Ich werd's nicht mehr. Ich hatte an und für sich Igni eingestellt, aber Arschlochspiel macht wieder, was es will. Also manchmal, ne? Bah! Fick die Henne, was war das? Okay, auf geht's. Versuch Nummer 2, dieses elende Wasserweib da zu besiegen. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht, aber ich versuch's. Einmal gebe ich mir noch, wenn es nicht klappt, dann... Oh, meine Herren. Und er stellt mich jedes Mal auf Erden. Ich meine, das ist... Leute, das ist... Level 8 Wasservibe. Das ist jetzt...
jetzt nicht unbedingt etwas, was ich noch nie gesehen hätte oder so. Bisschen vorsichtiger rangehen. Ja. Ist das wahr? Wow, sorry, dass ich wenig gesprochen habe. Oh, Wasserresistenz, sehr geil. Wenig gesprochen habe, aber... Ah, diese verfackte... Sorry, dass... Nein, so möchte ich gar nicht erst anfangen. Aber diese scheiß Chemo, die macht es etwas schwierig am Anfang zu koordinieren. Man muss mich da erstmal drauf einstellen. Wenn ich nach 5 Tagen Gift nach Hause komme und dann auf einmal feststelle, ups, der Witcher bewegt sich doch recht fix. So, auf jeden Fall haben wir das geschafft. Ja, komm. Eigentlich wollte ich nur aufsteigen, aber egal. So, das Fragezeichen ist gemacht. Jetzt gehen wir mal hin und schauen uns mal an. Was hier? Upsala. Muss man gar nicht markieren. Was hier? Uns die Quest zu bieten hat. Ja, meine Reaktionen sind etwas verlangsamt. Also, ne, ich bitte das zu entschuldigen. Ich werde sicher im Laufe der Folge werde ich mich darauf einstellen. Aber im Moment bin ich noch ein bisschen so ist es gut. Langsam, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Kann vorher speichern, Gott sei Dank. So, eine Kriegerin, die dürfte auch nicht so ganz leicht werden. Merkt ihr das? Verdammt! Ja, ich muss vor allem aufpassen, dass ich, ja, komischerweise vor ihr bleibe. Denn die Gefahr, die lauert ja bei diesen Viechern. Autsch, eigentlich von hinten. Das hört sich jetzt alles total falsch an, was ich hier sage. So. Die war aber gemessen an dem, was ich jetzt so drauf habe, schon relativ schwach. So, und das ist das hier unsere Aufgabe, oder? Das hier ist doch nur ein Wegweiser. Oder haben wir jetzt einfach nur... Ne, das ist ein Gambeson, okay. Ey! Okay, das ist nur ein Wegweiser offensichtlich. Sonst ist da eigentlich nichts, ne? Oder? Das ist nur der Wegweiser. Ah. Diesen haben sie auch zerstört. Sorry, bin ein bisschen langsam. Die
Dinger sind so pottenhässlich, ne? So unfassbar pottenhässlich. Dann können wir machen mal hier das Licht an. Obwohl man das ja mitten in der Natur nicht machen sollte, ne? Auch wenn es nur ein Spiel ist, sowas macht man nicht. Zu gefährlich. Feuer mitten im Wald. Dumme Idee. So, weiter geht's. Zum nächsten vernichteten oder geschändeten Grabmal oder besser gesagt Wegmal oder Denkmal oder was auch immer. Morgens um halb neun in Wehlen. Ja, ich weiß, was das ist, was wir da hören. Und ich will auch gar nicht näher sehen, was es ist, weil das ist eine riesige Königswüfer, die richtig was auf dem Zeiger hat, auf dem Kasten hat. Und wie weit ist der denn hier? Die müssen wir uns nicht unbedingt antun. Die ist ein 1, 2, 3, 4, 5. Naja, eine ganze Reihe von Nummern größer, zu groß für uns. Noch. So, ach ja, hier war ja was, genau. Langsamer. Hier war ja was. Einmal speichern. Jetzt kannst du auf Erden gehen. So. Hier waren doch... Na? Bock auf ein Tänzchen, ihr Lieben? Offensichtlich, ja. Komm doch auch mal in meinen Kreis. Na komm. Na komm. Das? Warum treffe ich dich nicht? Oh mein. So, ja, so langsam komme ich wieder rein ins Spiel. Es braucht halt immer so ein bisschen Übung, ne? Ja, oh, was haben wir da? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Das machen wir. Oder doch eher oben. Offensichtlich oben. Axtkämpferhandschuh. Gebesserter Drachentraum. Kohle. War es das? Ich denke, ne? Ich denke, das war's. Oder haben wir hier noch was vergessen? Ich schau mal nach. Oh, ja. Meisterlich gefertigte Wolfsrüstung. Yes. Das war's, warum ich mich umgucken sollte. Ja, da sind zwei stinkig. Plötze, die sind stinkig auf uns. Wir hauen mal lieber ab. Sicher ist sicher. So.
Jetzt haben wir noch einen Schrein, den wir irgendwie herrichten müssen. Ups, wo sind wir denn hier? Seid ihr diejenigen, die in Velen die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Okay. Fürchtet ihr den Zorn der Götter nicht? Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid, und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral mehr. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Das könnte ziemlich hoch sein. Na komm schon. 4 gegen 1. Das ist aber ganz schön feige. Naja. Komm schon, komm näher. Ja, kann ich auch. Ich kann also sogar, wenn ich möchte, soll ich noch? Na denn? So, einen haben wir schon mal. Ich weiß, das ist jetzt echt gemein. Aber ich meine, die sind ja auch zu dritt. Also zu zweit. Zu alleine. Keiner mehr. Okay. Also, habe ich die jetzt totgeschlagen? Nein, die schlafen nur. Ja, die schlafen nur. So, muss ich jetzt hier nicht noch irgendwo was aufstellen? So, ist da nicht noch was? Ach nee, das hässliche Ding steht. Okay. Der Schrein, der steht. Gut. Nehmen wir die Ignatioblüten noch mit. Und... Moment. Schauen mal. Wir hatten ja Skelligan für sich, ne? Jetzt lässt meine Stimme wieder nach. Beziehungsweise Novigrad. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer, wenn ich jetzt vielleicht hier noch so, ich meine so den einen oder anderen Auftrag. Ding im Sumpf und hier, Hanna aus den Wäldern ist natürlich schon, den Kreischling, den würde ich schon ganz gerne machen. Also diese, den Kreischling würde ich wirklich ganz gerne machen. Los, lauf! Einfach, weil ich es übersehen habe. Und danach gehen wir kurz nach Novigrad, ja? Ich habe es versprochen. Also gehe ich mit euch nach Novigrad, aber den Kreischen würde ich schon ganz gerne machen. So, schauen, haben wir hier...
hier war kein Wegweiser, ne? Erst hier hinten. Was haben wir hier? Nicht erkundeter Ort. Da sind, glaube ich, irgendwelche ziemlich heftigen Ghule drin. Ja gut, die sind Level 7, die sind gar nicht so schlimm. Durchs Wasser können wir nicht. Also wir können schon. Will ich aber nicht. Kleinweg. Ja. Kleinweg, Kleinweg. Ghule. Ja, ich sag ja. Und wo Ghule sind, da sind Leichen nicht bei. Und Level 23 ist bisschen übertrieben für uns. Ja, der ist auch schön hier. Ja, das ist der, von dem ich euch berichtet hatte. Ja, und hier haben wir wahrscheinlich wieder 10.000 Hunde. Hab schon Plätze. Ja, lauf! Es ist nicht zu glauben. Es ist echt nicht zu glauben. Da bleibt er einfach stehen. Da bleibt sie einfach stehen. So. Ja, dann. Vielleicht kommen hier irgendwelche Banditen oder so. Mit denen wir reden können. Oder sind wir... Mein Gott. Oh, ich mach das nicht absichtlich oder so. Oder weil ich vergessen habe, wie das Spiel funktioniert. Und du bist der Hexenmann? Ja, du hast schon Interessanteres aus der Nase. Ich weiß, ja, kenne ich. Ich kenne die Problematik. Einen schönen Anhänger, sagt sie. Na dann. Um uns das allen etwas zu erleichtern, machen wir jetzt eine Schnellreise. Boah, ich spiele mir hier einen zusammen. Und meine Stimme... Mal gucken, wie die sich anhört, wenn ich gleich das Ganze schneide. Vielleicht auch zusammenschneide, um euch das Schlimmste zu ersparen. Nun, wie sieht's aus? Sagst du uns das So, mit wem müssen wir reden? Mit ihm hier wahrscheinlich, ne? Grüß dich. Ja? Ich hörte, ihr habt ein Problem? Ein Monster namens Kreischling? Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erlegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Orsois Sohn Simko vielleicht. Er hat es mit eigenen Augen gesehen, aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot.
Okay, also was haben wir hier? Den Schauplatz oder und sprich mit dem Zeugen. Wir sprechen mal mit dem Zeugen. Kennst du den Preis für ihre Hilfe? Blut und Albträume. Nee, ne? Hi, Kleiner. Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Geh, sag ich. Ich will deinen Vater rächen. Aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit... Eidechsenschwanz. Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Ruhig. Ruhig. Pass auf dich auf. Mein Gott, ja, ich gut. Auch wenn man so eine komische Frisur hat wie der kurze. Das, was der gesehen hat, ist schon. Ich war mal so sauer. Ja, ja. Dass mir Blut aus den Ohren gab. Ja, und das war blau, das Blut. Mein Gott, sowas zu sehen. Wenn man seinen Vater nicht gerade hasst. Wundert's dich? Nicht sehr lustig. So, Plätze, warum kommst du eigentlich aus den komischsten Ecken? Sag mal, ganz ehrlich. Ja, frag mich aber, wenn ich zurück bin. Ich muss jetzt erstmal einen Kreischling töten. Die Ghule, die haben wir ja schon platt gemacht. Da müssten wir an für sich Ruhe haben. Wobei, die kämen mir jetzt zum Üben gerade recht. Ich mit meiner Wahnsinns-Fingerfertigkeit. Ja, ein paar Köter, auch nicht verkehrt. Ja, warum nicht? Das war's? Oh Gott. Ja, war jetzt nicht perfekt. Natürlich nicht. Aber einfach um so ein bisschen die Fingerfertigkeit zu trainieren. Waren die nicht verkehrt. Ja, danke. Wenigstens etwas rohes Fleisch. Ansonsten sehr enttäuschend, ihr blöden Töllen. Also eigentlich mag ich ja Hunde, aber Wildhunde. Sind nicht so mein Ding. Okay, was haben wir hier? Harnfaser. Okay, weiter geht's. Mach langsam. Nee, er hat nichts mehr zu bieten. Da rennen sogar ein paar Ghule rum. Also, naja, gut, komm. Nicht so schnell, Plätze. Dann schauen wir uns mal den Schauplatz an. Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. So. Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Aha. Monsterblut. Okay, hier lang. Wahrscheinlich. Oh,
es nicht ist, geht am Fluss entlang. Dann hier hoch, das Schellkraut. Brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier? Weiße Myrte. Es geht aber hier weiter runter. Die Spuren führen zur Höhle. Eine Gorgo. So, wo haben wir's? Ist ja verbesserte Katze. Auf Z. Das Geräusch kommt von da oben. Aha. Ich hole mal eben meine Belohnung ab. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Na, da haben wir doch sicherlich was Schönes. Ich nehme mal den tanzenden Stern. Es ist nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Es war auch ich muss total es clever geworfen. Es entwischt. Da ist es. Diesmal wird es nicht entkommen. Es ist besonders schön mit verbesserter Katze. Jetzt diesen Kampf zu führen. Na super. Ich renne bewusst jetzt Okay. Nimmt der gar keinen Schaden? Sehe ich das gerade richtig? Kann das sein? Was ist das denn für ein Kack heute? Muss ich immer erstmal einmal sterben oder was? Warum verblute ich eigentlich so schnell? Das ist nicht zu glauben.